Hallo liebe R2D2s, wer von euch bereits meine Linux-Distribution SpaceFun verwendet, der weiß auch schon, dass ich verschiedene Varianten im Angebot habe. Da gibt es einmal die Hauptversion, die sogenannte Flagship Edition, die basierte bisher auf der LX.de Desktop-Umgebung. Dann haben wir TuxWiz im Angebot. TuxWiz nutze ich auch hier viel in meinen Anleitungsvideos und es gibt eine GNOME-Variante. Darüber hinaus steht mit IceFun auch ein Linux zur Verfügung, was ich speziell für die Kleinen zusammengestellt habe, für Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren. Jetzt hat sich aber einiges getan und zwar hier bei der Hauptversion SpaceFun, denn diese habe ich nun gewechselt von LX.de auf LX.Qt. Das, was wir hier sehen, ist noch die alte LX.de-Variante von SpaceFun und die ist schon ein wenig in die Jahre gekommen. LX.de basiert auf dem GTK-Toolkit und erfreute sich vor einiger Zeit auch großer Beliebtheit. Heute wird es hauptsächlich noch auf dem Raspberry Pi eingesetzt, denn dort ist es die Standard-Desktop-Umgebung. Der Entwickler selbst, der heißt PC-Mann, der hat sich allerdings schon vor einiger Zeit anderen Projekten zugewandt. Dem hat der Wechsel von GTK 2 auf GTK 3, also der Wechsel der Toolkit-Version, nicht ganz in den Kram gepasst. Also hat er gesagt, ich mache jetzt was Neues und baue das Ganze jetzt auf dem Qt-Toolkit auf. Deswegen heißt die neue Version, also eigentlich ist es was ganz anderes, ein komplett neuer Desktop, LXQT. Daher kommt der Name. Das gab es aber auch schon vorher. LXQT ist nicht auf der grünen Wiese entstanden, sondern früher gab es schon eine Desktop-Umgebung, die hieß damals Razer Qt, also Razer QT. Und Razer heißt Rasierklinge. Das haben sie dann umbenannt. Also der PC-Mann hat sich zusammengetan mit den Entwicklern von dem Razer Qt-Projekt und die haben jetzt gemeinsam LXQT entwickelt. Hier das LX.de, das kennst du ja bereits. Und hier sehen wir zum Beispiel den PC-Mann FM. Der Dateimanager heißt tatsächlich auch so wie der Entwickler. Das ist diese alte Variante, die noch auf GTK basiert. Das hat sich lange Zeit bewährt und sieht auch noch ganz gut aus. Aber wir wollen jetzt auf diese neue Desktop-Umgebung wechseln. Ich habe das bereits für euch vorbereitet. Und ich möchte jetzt mal zeigen, wie das Ganze denn aussieht. Dazu kann man jetzt auch heute schon die neue Version herunterladen. Sobald du jetzt so ein Download-Ticket hast, das benötigst du, dann kannst du dich anmelden hier bei dem Download und dann kannst du hier schon die neuen Versionen herunterladen. Die Stable-Variante basiert jetzt schon auf dem LXQT-Desktop. Die Rolling-Variante folgt dann in Kürze. Ihr habt also noch die Möglichkeit, beide auch zu vergleichen. Ladet also die Stable-Variante ab heute herunter und brennt sie auf einen USB-Stick oder ladet das Ganze in einer virtuellen Maschine ein. Das habe ich jetzt mal hier vorbereitet. Jetzt versuchen wir mal den Rechner neu zu starten. Sag hier neu starten. Und die neue Version ist bereits verfügbar. Diesen Startbildschirm habt ihr ja vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr SpaceFun verwendet. Der sieht da überall gleich aus. Also das Design habe ich ein bisschen angepasst bei der LXQT-Variante, aber grundsätzlich findest du dich wieder, wenn du bisher die LXDE-Version verwendet hast. Es hat sich aber trotzdem im Hintergrund sehr viel verändert. Ich habe zum Beispiel einen neuen Anmeldemanager im Einsatz. Der heißt jetzt SDDM. Der kommt auch zum Beispiel bei KDE Plasma zum Einsatz. Und das Ganze wirkt auch hier etwas moderner. Ich stelle jetzt hier mal das ab. Ich habe jetzt hier keinen Akku drin. Und dann schaue ich mal, dass ich noch die Auflösung hier entsprechend anpassen kann. Im Monitoreinstellung. Ich sage jetzt hier mal 1280x800 für euch. Sage Apply. Yes, das ist okay. Also das Ganze sieht sehr ähnlich aus. Ihr habt hier unten auch wieder ein Panel im Einsatz, ein ganz normales Startmenü. Das hat jetzt sogar eine Suche, also das ist super praktisch.
Da könnt ihr dann einfach drauf gehen. Auch mit der Super-Taste, also mit der Windows-Taste auf eurem PC, könnt ihr das öffnen. Das habe ich extra für euch so eingestellt. Und dann einfach lostippen, zum Beispiel Firefox. Und dann, sobald es eindeutig ist, kannst du einfach Enter drücken. Dann startet jetzt hier im Hintergrund zum Beispiel schon bereits der Browser Firefox. Hier habt ihr weiterhin das Update-Applet. Hier werden zum Beispiel die neuen Aktualisierungen angezeigt. Dann, wenn es neue Updates gibt, dann öffnet sich der Synaptic-Paketmanager und du musst einfach nur noch auf Apply drücken und die Updates werden eingespielt. Hier in der Live-CD, die ist wie üblich erstmal nur auf Englisch. Dein installiertes System ist nachher aber natürlich vollständig in Deutsch verfügbar. Du kannst auch hier schon die Tastaturbelegung ändern, indem du halt mehrfach auf diese Taste mit der Flagge drückst, bis deine entsprechende Tastaturbelegung erscheint. Sonst verhält sich das Ganze sehr ähnlich wie LXDE. Es basiert auf moderner Technologie. Du hast hier ein eigenes Configuration Center. Das finde ich jetzt noch besonders ansprechend, weil sich dort auch unterschiedliche Konfigurationseinstellungen einbinden können. Hier seht ihr zum Beispiel ist auch der Synaptic drin oder auch die Druckereinstellung, der alternativen Konfigurator. Das hier ist zum Beispiel Mugshot, wo ich mein Profilbild festlegen kann und die Netzwerkkonfiguration. All das findet ihr jetzt hier, auch sogar Pulse Audio, der Bildschirmschoner. Also all die Programme, die Firewall, die klinken sich hier ein. Ihr habt jetzt also ein zentrales Verwaltungszentrum, mit dem ihr euer gesamtes System konfigurieren könnt. Also probiert das Ganze mal aus. Es gibt wirklich viel zu entdecken. Ich möchte euch zum Abschluss noch den Anmeldemanager zeigen hier. Da sage ich jetzt mal Logout. Ja. Der sieht jetzt ein bisschen anders aus. Das ist der neue Anmeldemanager. Und da auf der Live-CD kann man sich dort immer mit dem Passwort Live, L-I-V-E, anmelden. Also das ist auch das Passwort für den Root-Benutzer. Falls ihr auf der Live-CD mal ein bisschen mehr machen müsst, das könnt ihr dann auch hier zum Beispiel eingeben. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Gebt mir unbedingt Feedback, wie es euch gefällt. Ich denke, es ist ein toller Schritt und eine Entwicklung in die richtige Richtung. Denn so sind wir sicher für die Zukunft. Auch mit Wayland sind wir gewappnet und können dann auch in Zukunft noch ein leichtgewichtig und trotzdem modernes Linux-Betriebssystem verwenden. Ich wünsche euch viel Spaß. Vergesst auch nicht, unserer Telegram-Community beizutreten, denn dort könnt ihr mir auch berichten, falls etwas noch nicht so ganz funktioniert, wie es sollte, oder ob ihr euch irgendetwas wünscht, was noch fehlt. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Bis bald und tschüss.